meine Lieben, ja, heute erkläre ich euch, wie ihr ganz erfolgreich euer Bauchfett reduzieren könnt. Wir sprechen hier von richtigem Fettabbau, vor allem auch wichtig für Mütter nach der Geburt. Bleibt dran! So ihr Lieben, hinter mir haben wir eine anatomische Grafik, Darstellung der weiblichen Bauchmuskulatur. Wir sehen hier die geraden Bauchmuskeln. Bekannt sind die auch, wenn die ausgeprägt sind und definiert sind unter dem Sixpack-Begriff. Und wir haben hier auch ganz deutlich zu sehen den seitlichen Anteil der Bauchmuskulatur. Das sind die schrägen Bauchmuskeln. Darunter liegen auch noch weitere, tiefere Muskeln, aber auf die gehen wir heute gar nicht erst ein. Wichtig für euch ist zu wissen, dass unser Muskelkorsett sich bis hinten, bis zu unserem Rücken erstreckt. Ja, und was passiert gerade unter der Schwangerschaft? Hier sehen wir ganz klar die anatomische Form der schwangeren Frau und die Linea alba ist hier vorne zu sehen, der weiße Bereich, und man sieht ganz deutlich, wie sich die geraden Bauchmuskeln nach außen drängen. Im schlimmsten Fall hat man nach einer Geburt eine Rectusdiastase. Das ist dieser große Spalt, der sich halt über dem Bauchnabel erstreckt. Man kann dem Ganzen aber auch sehr super entgegenwirken mit einem gezielten Beckenbodentraining während der Schwangerschaft, aber auch nach der Geburt. Ein ganz natürlicher Prozess während der Schwangerschaft ist natürlich diese sogenannte Gewichtszunahme, vor der viele Frauen auch ein bisschen Respekt haben, vor allem danach. Je weniger die Frau wiegt, desto meistens mehr nimmt die Frau zu, und je mehr die Frau wiegt, desto weniger nimmt sie tendenziell zu, weil sie einfach genügend Depots hat, um das Kind zu versorgen. Das ist auch der Grund, warum wir meistens auch an Hüften und im Bauchbereich das meiste Fett angesammelt haben, damit wir einfach auch eine Schwangerschaft gesund überstehen, damit das Kind einfach auch geschützt ist. Das hat die Natur so eingerichtet, das ist einfach evolutionär. Es ist nicht nur wichtig, dass man sich gesund ernährt während einer Schwangerschaft und auch danach, wenn man auch vielleicht sogar das Kind stillt. Nein, es ist eine grundsätzliche Lebenseinstellung, die eigentlich Tag und Nacht 365 Tage im Jahr beherzigen sollte. Ganz klare Sache sind natürlich gute Fette, gute Eiweiße, wenig Kohlenhydrate und eine ausgewogene Ernährung. Aber was heißt das genau und was bedeutet das auch auf unser Bauchfett bezogen? Zur Information, und das wird jetzt wahrscheinlich jeden da draußen schocken, 1 Kilogramm Körperfett entsprechen 7000 Kalorien. Bam! Das ist echt eine krasse Zahl und das muss man erstmal abbauen. Es geht gar nicht darum, Gewicht verlieren in dem Sinne, sondern dass wir Körperfett verlieren. Weil wer gern definieren möchte, er muss in erster Linie Fett abbauen, aber Muskeln aufbauen. Absolut essentiell. Das habe ich heute Morgen gemacht. Das ist mein Frühstück. Das esse ich jeden Tag. Ihr werdet mich jetzt für irre halten, aber ich esse wirklich jeden Tag mein Roggenbrot mit Frischkäse, bisschen Avocado drauf. Ich liebe Avocado. Es hat wunderbar mehrfach gesättigte Fettsäuren. Es begünstigt wunderbar und sehr positiv den Fettstoffwechsel. Und dann noch mit Tomaten dazu, ein bisschen Koriander drauf. Einen kleinen Klecks Olivenöl knall ich mir sogar drauf, weil gute Fette sind gut für den Körper. Wir brauchen Fette. Ohne Fette können wir gar nicht, sind wir nicht in der Lage, überhaupt Vitamine aufzunehmen. Und dann noch ein paar Nüsse dazu, die Pinienkerne. Ja, und findet für euch selber ein paar Rituale, wie ihr gesund in den Tag starten könnt. Hier seht ihr mich in der 40. Woche, eine Woche vor meiner Geburt, weil ich habe 6 Tage übertragen, den kleinen Mann. Und ich muss gerade lachen, dass ich dieses Bild hier sehe. Während der Schwangerschaft produziert der Körper Relaxin. Das ist ein Hormon, welches dafür verantwortlich ist, dass der Körper weich wird, dass die ganzen Kollagenfasern sich ein bisschen aufweichen und dass die Sehnen und Bänder auch dehnbar gemacht werden. Alles bereitet sich in den 10 Monaten darauf vor, das Kind gesund auf die Welt zu bringen, auf natürlichem Wege. Ohne dieses Hormon Relaxin wären wir überhaupt nicht in der Lage, eine Spontangeburt über die Bühne zu bringen. Ja, und das führt natürlich auch dazu, dass man auch nach der Geburt noch ein bisschen weich ist und auch gar nicht so schnell wieder straff wird. Das muss erstmal abgebaut werden. So, und das stört natürlich auch viele Mamas, obwohl sie stolz sind, dass sie so eine tolle Leistung erbracht haben und stolz sind, dass sie ein gesundes Kind zur Welt gebracht haben. So spätestens nach 8 bis 10 Wochen nach der Geburt, nach dem Wochenbett, nachdem man auch vielleicht einen Rückbildungskurs absolviert hat, da fangen viele an zu sagen, so, jetzt möchte ich aber doch wieder gerne in meine alten Klamotten passen. Ich sehne mich danach, nicht mehr diese Schwangerschaftshose zu tragen. Ich möchte einfach wieder so aussehen wie vorher oder am besten noch besser. Wie kommen wir denn nun dazu, dass wir endlich Körperfett verlieren? Ganz wichtig ist, ihr Lieben,
Muskelaufbau. Da kommen wir einfach nicht dran vorbei. Wir müssen den Muskel aufbauen, damit das Fett drumherum schmilzt. Gerade auch nach der Geburt müssen wir wirklich gucken, dass wir unsere komplette Muskulatur wieder straffen, auch vor allem den Beckenboden. Wir fangen von innen an, von der richtigen tiefen Muskulatur nach außen. Und wenn wir eine Definition sehen wollen an Arme, Beine und Bauch, da müssen wir wirklich auch Muskeln aufbauen. Da reicht es nicht einfach nur Kilos abzubauen, sondern wir müssen den Körper straffen. Durch eine gesunde Lebensweise, natürlich im besten Fall Alkohol vermeiden, weil dieser blockiert total den Fettabbau. Rauchen im besten Falle auch aufhören oder reduzieren. Ich möchte hier keinem was sagen, aber das blockiert auch und das verhindert auch unseren Fettstoffwechsel. Denn je größer der Muskel ist, desto mehr Energie braucht der Muskel. Und ihr verbrennt auch auf der Couch nach dem Training beim 20:15 Film, verbrennt ihr weiterhin eure Kalorien, wenn ihr Krafttraining gemacht habt. Wir fangen erstmal ganz klein an mit normalen Kräftigungsübungen im Bodyweight-Bereich. Also das heißt, ihr trainiert mit eurem eigenen Körpergewicht und wenn ihr da eine gute Adaption habt nach 2-3 Wochen, dann kann man auch mal anfangen mit kleineren Gewichten und dann könnt ihr euch aber auch relativ schnell steigern auf höhere Gewichte. Denn je höher die Gewichte, desto mehr wächst der Muskel und desto mehr Fett wird drumherum auch verdrängt. Das macht das ganze Hautbild klarer und vor allem auch hier im Hüftbereich, im Bauchbereich, ja, da schmilzt dann das Fett. Nun zurück zu unserer schönen Dame hier im muskulösen Körper. Trinkt viel, das ist ganz, ganz wichtig, denn die Verdunstung von 1 Liter Wasser über die Haut begünstigt 500 Kalorien. Das kann passieren über Nacht, das kann passieren beim Sport. Ich höre zum Beispiel sehr häufig von Frauen auch, dass sie sagen, ja, ich esse jetzt wenig, ich nehme jetzt irgendwelche Shakes zu mir und ich mache jetzt irgendwelche Smoothie und irgendwelche Saftkuren und so weiter, Detoxe ohne Ende, stelle hier, stelle da irgendwas um. Und die stellen auch fest, tatsächlich nehmen die 5 oder 10 Kilo ab, aber sind von der Gesamtstatur irgendwie sehr schlaff, sehr weich und fühlen sich aber auch nicht wohl. Und dann sind die auch noch gereizt, schlecht drauf, müde. Das hat alles was damit zu tun, dass der Muskel in der Zeit abgenommen hat. Da hat der Körper tatsächlich das wertvolle Muskeleiweiß verzehrt, anstatt Fettmasse. Und das ist fatal. Und somit stoppt man natürlich auch das Abnehmen. Im ersten Moment auf der Waage sieht das toll aus, oh, ich habe abgenommen, aber ihr habt tatsächlich dann Muskelmasse abgenommen. Und um dahin zu gehen, dass man Fett verbrennt, dass man wirklich Fett abbaut, da muss man wirklich die Muskeln aufbauen. Man sieht dadurch auch schöner aus, man strahlt dadurch auch mehr, man sieht auch gesünder aus, vitaler aus, darum geht es ja auch. Und wenn man sich dann auch noch eiweißbetont ernährt, dann geht das relativ gut mit dem Abnehmen, denn man kriegt keine schlechte Laune, wenn man eiweißbetont und fettbetont isst. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen was gebracht. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, bitte schreibt mir das direkt unten in die Kommentare, was ihr da gerne hören möchtet oder ob ihr sogar noch mal detailliertere Videos zu diesem Thema sehen möchtet. Egal, was euch einfällt, schreibt es mir rein. Ich freue mich. Lasst mir ein Like da und noch vielleicht ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss und bis bald.